Okay. Ja, wir sind da. Genau, wir sind am Ort des Geschehens. Wir haben heute eine Parteieröffnung sozusagen hier in der Bar in Berlin. Sören hat sich an uns gewandt, er möchte eine Partei gründen. Und zwar die Team Freiheit, Scotch and Sofa, Kollwitzstraße 18 und so weiter Partei. Und wir haben eine ganze Reihe Interessenten, die hier mitgründen wollen. Und jetzt, ja. Und dazu beraten wir ein bisschen, weil wir ja ein bisschen Erfahrung mit Parteigründung haben. Und dann wollten wir mal gucken, wie die Plattform der Partei oder die Satzung lauten soll. Was soll politisch erreicht werden und vor allem wie schnell und wann. Darüber wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Vielleicht gibt es auch Kandidaten für irgendwas, vielleicht sogar fürs Bundeskanzleramt. Das soll ja demnächst leer sein. Also sprechen wir da heute drüber. Ja, und es ist jetzt so, also wir haben natürlich jetzt, damit wir auch irgendwie, also jetzt nicht hier die ganze Zeit auf dem Trockenen sitzen, es ist ja so, wir sind ja quasi in einer geschlossenen Versammlung hier oder also die Leute sind ja alle aufgrund von ihrem Wunsch, hier eben auch eine Partei mitzugründen, hierher gekommen. Wir haben also keinen öffentlichen Verkehr eröffnet, ja, also es kann jetzt nicht jeder hier hereinkommen, sondern die Leute haben sich alle angemeldet vorher sozusagen. Und deshalb sind wir quasi ja auch in der Konstellation, wie wenn wir als wäre es jetzt im Wohnzimmer von Sören, ja, der hier jetzt rein zufällig nur ein Gastronom ist. Und deshalb kann er uns natürlich allen auch ein Mineralwasser anbieten und wir können da auch was in den Topf werfen sozusagen, dass das eben auch entsprechend dann umgelegt wird. Und ich würde jetzt ganz gerne auch beim Sören direkt mir was bestellen sozusagen für diesen oder an ihn bitten, mir da in dem Zusammenhang was auszuschenken und ich würde ein alkoholfreies Bier nehmen. Ja, wenn du sowas hast. Aber wenn du eins mit Alkohol hast, dann würde ich das auch nehmen. Eine Satzung haben wir auch schon, über die wir reden können. Wenn du jetzt sofort irgendwas fordern könntest, politisch, was wäre das? Als allererstes? Ja. Jetzt kann ich so diese Maske runternehmen, weil man darf, wenn man dann auch was sagen möchte, so, ach so, in der Form okay. Darf man auch... Das ist ja quasi, was ich sofort machen würde, ja. Ich möchte ein ganz normales Leben leben. Mit von mir gewissen Einschränkungen würde ich in Kauf nehmen, für ältere Leute aber auch nur, oder Vorerkrankte, aber ich selber möchte einfach nur leben. Ich möchte mein Leben wieder haben. Ich möchte mein Geschäft wieder haben. Ich habe hier 5,5 Jahre reingesteckt und Herzblut. Man hätte natürlich auch jetzt sagen können, hey, kann man das nicht mit der SPD oder mit der CDU oder gibt es irgendeine Partei? Nein. Kannst du nicht erkennen, ne? Keine einzige Partei. Ja. Ich würde mit keiner einzigen Partei jetzt nicht wählen. Ich würde alle Parteien verbieten zurzeit. Alle. Ja. Ist so. Ob die AfD heißt, eine FDP, SPD, CDU, ist für mich alles das Gleiche. Sind alle nur an der Macht interessiert oder am Geld. Ist das der Eindruck? Für mich ja, definitiv. Für mich ist BRD ist zurzeit ein Selbstbedienungsladen. Wir haben den größten Senat, wir haben den größten Bundestag der Welt. Und wenn ich höre, dass allein für den Bundestag über 1 Milliarde Kosten entstehen pro Jahr, dann kann ich schon den Kopf schütteln, Entschuldigung. Aber für mich ist kein Geld da. Die Unterstützungen sind gerade zurückgefahren worden, Herr Scholz offiziell. Die Modalitäten geändert, es gibt jetzt nur Fixkosten. Fixkosten heißt Miete und Personal. Da wäre ich bei 3.000, 4.000 im Monat. Mir fehlen zurzeit 300.000 Euro. Wie viel? 300.000 Euro Umsatz. 300.000 Euro Umsatz. Aber ein Jahr ist doch nicht mehr offen. Ich habe dazwischen mal ein bisschen aufgehabt, das waren 50% Umsatz. Davor to go, da habe ich 1% Umsatz gehabt. Dann hatte ich hier ein bisschen Glühwein, das verboten. Es stand, kein Spaß, es standen 2 Leute zum ersten Mal draußen, kamen 3 Polizisten, haben mich verdrängt. Drei Polizisten haben mich weggescheucht. Das ist Status gerade. Ich hatte einmal eine Hilfe, sag ganz oft, im April von 14.000 Euro. Aha. Ja. Das war alles? Das war alles, kann man jetzt gegenrechnen. Wer davon überleben soll, weiß ich nicht. Ich habe schon eben zu meinen Kollegen gesagt, ich bin extrem enttäuscht wie der Berliner Gastronomen. Bei keiner Demo habe ich jemanden gesehen, bei keiner. Ich weiß nicht, ob die denken, die machen morgen wieder auf. Die haben es gibt doch so einen Verband für euch, DEHOGA. DEHOGA ist, die haben damals gesagt, das war im September, glaube ich, da haben sie gesagt, sie gehen mit dem Lockdown und sie wären dafür, dass man den noch ein bisschen stärker rauskriegen soll. Was? Ja, das war DEHOGA. Da habe ich dann angerufen, habe eine E-Mail geschickt. Dann wurde gesagt, es wäre falsch verstanden worden. Aha. Ich sage, nein, es stand auf ihrer Webseite. Es stand genauso da. Also es ist kein Interessenverband, der die Gastronomen vertritt. Null. Das ist wie die Presse neuerdings ein Organ der Regierung.
Anscheinend haben alle Angst, irgendwie die Wahrheit zu sagen. Oder irgendetwas zu sagen überhaupt. Hast du denn den Eindruck, dass die Regierung out of touch ist mit dem, was in der Realität los ist bei dir? Oder hast du den Eindruck, die sehen das und es ist ihnen egal? Oder hast du den Eindruck, sie merken es einfach gar nicht? Das ist ihnen völlig egal. Aha. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist ein Selbstbedienungsladen für mich. Das ganze Parlament, das ist ihnen völlig egal. Man muss aber mal die exponentielle Kurve sehen, wie die Diäten angestiegen sind letztes Jahr, während wir alle kein Geld hatten. Das geht so. Das ist die Diätenerhöhung letzten Jahres. Und während sie haben alle anderen Leute keinerlei Gelder mehr und beziehen auch nichts. Die staatlichen Hilfen gibt es de facto nicht. Also der Eindruck, der politische Eindruck, den du hast, ist, dass die Politik sich ausschließlich um sich selbst kümmert und den Kram ausbaden darf der Normalbürger. Ja, natürlich. Und es ist auch so, dass sie meiner Meinung nach gar nicht mehr zurück können. Sie können ja nur noch weiter draufhauen. Wenn sie immer weiter draufhauen, dann haben sie irgendwann selber kein Geld mehr. Denn das Geld, mit dem die Politiker bezahlt werden, ist das Steuergeld. Und wenn keine Steuern mehr bezahlt werden, weil die Leute alle pleite gehen, dann kann das ja auch nicht gut enden. Ein Schuldenschnitt, das wird ganz einfach. Dann gibt es immer noch keine Steuern. Ja, aber ein Schuldenschnitt. Sagen alle kein Geld mehr, dann gibt es das Bürgergeld, beziehungsweise das Grundeinkommen mit gewissen Bedingungen. Das kennen wir alle, die Bedingungen, wenn man teilhaben möchte an den 2000 Euro. Da muss man nämlich alles selber abgeben, was man hat, etc., etc., also endlos. Das willst du aber nicht, dass es so weit kommt? Nein. Wäre ja auch schön bequem, ne? Niemand muss mehr was machen, niemand hat mehr was, nö. Alle sind froh und glücklich, bis auf die Politiker, die nach deiner Meinung ja fliegen. Ich habe meine Arbeit geliebt. Ich bin seit 5,5 Jahren hier. Ich habe jeden Tag 10 bis 20 Stunden hier verbracht. Mit Einkaufen, mit einem Ein-Mann-Unternehmen. Mhm. Und ich habe es geliebt und ich bin allem beraubt worden. Wie lange hast du das jetzt gemacht? 5,5, 6 Jahre jetzt. Aha. Und wie gesagt, jetzt bin ich de facto... Hast du immer schon Gastronomie gemacht? Ja, nebenher, aber hauptberuflich jetzt eben hier in Berlin angefangen. Die Konsequenzen dessen, was hier abgeht, Lockdown und so weiter, die scheinen ja wohl in allererster Linie von den Gastronomen und von den Hoteliers getragen zu werden. Ja. Und da hast du nicht das Gefühl, dass die Politik den Worten Taten folgen lassen hat? Oder hast du überhaupt gar nicht das Gefühl, dass überhaupt ausreichend Worte gesprochen wurden? Es sind viele Worte gesprochen worden, aber ich sage es immer, mein Statement auch auf Facebook etc. ist, da Reden sind genug. Irgendwann müssen ja auch mal Handlungen folgen. Also du hast jedenfalls an Unterstützung noch nicht mal genug gekriegt, um deine Mietkosten zu bezahlen, nein, wenn ich das richtig... Ich kann de facto weder privat noch hier öffentlich Miete zahlen. Mhm. Das geht nicht mehr. Mhm. Hast du mal versucht, irgendeinen Bundestagsabgeordneten darauf anzusprechen? Oder, ich hatte damals, als die das Gesetz 28a, was 18. Da habe ich mehrere per Mail angeschrieben. Auch wie gesagt, wer dafür stimmen würde, müsste mit dem Zorn der Bürger rechnen und auch mit Stimmenzug. Da kam gar nichts zurück. Da kam gar nichts zurück? Nein. Und dann hat man ja die Bilder gesehen aus dem Reichstag, wie dann Herr Lauterbach war es, glaube ich, oder der Herr Steinmeier. Lauterbach. Nee, Altmaier oben stehen und nach unten zeigen und so ungefähr der Pöbel da unten, was die überhaupt wollen. Das war so die Aussage, während wir mit dem Wasserwerfer gekämpft haben. Also sagst du, wenn ich das richtig verstehe, die Politik kümmert sich überhaupt nicht, also müssen wir selber Politik machen. Und das ist der Grund, warum hier heute so viele Leute zusammengekommen sind und sagen so, dann machen wir eben eine eigene Partei. Wenn wir nichts ändern, es wird kein anderer was ändern. Okay. Die Parteien sind... eingefahrene Raster. Da die eine Krähe kratzt einer nicht die Augen aus. Das wird immer so bleiben. Gibt es denn hier unter den Gästen hier, die du heute eingeladen hast, gibt es da auch Leute, die eine andere Meinung vertreten? Gibt es da auch Leute, die sagen, nee, das ist alles schon ganz richtig so und es ist ja eine ganz schlimme Pandemie. Überall stapeln sich die Leichen, deswegen müssen wir ja auch vorsichtig sein. Ich hab so eine Stimme noch nicht vernommen. Nee, ne? Ist da jemand? Kann jemand melden? Nein. Also sind alle hier der Auffassung, deiner Meinung, dass... ich gehe davon aus. Gibt's da... sag mal was. Wie siehst du das? Wie soll ich das sehen? Es passiert im Grunde nichts. Alles ist so, die Leute sind eingeschränkt, unter Angst gesetzt und alle fügen sich irgendwie... Das im Ganzen machen. So. Danke. Aber für mich ist das Plandemie, nicht Pandemie. Tatsächlich? Ja, von Anfang an.
Also bei uns ist es ja so, Viviane und ich haben ja die ganze Zeit diesen Ausschuss gemacht und wir sind, als wir angefangen haben, waren wir schon der Meinung, irgendwas ist komisch, weil manches macht einfach keinen Sinn. Inzwischen gibt es noch viel mehr, was keinen Sinn macht, aber inzwischen haben wir Fakten, mit denen wir sagen können, warum das keinen Sinn macht. Weil wir ja die ganzen Leute dazu gehört haben, wie gefährlich ist das Virus und was kann der PCR-Test und vor allem, was passiert hier mit der Wirtschaft. Und habt ihr Informationen, habt ihr euch Fakten dazu rangeholt oder sagt ihr einfach emotional, das ist alles scheiße, das wollen wir nicht? Na klar ist das alles scheiße, aber ich habe eine andere Frage, wie ich selten Dürre oder noch gar nicht gehabt. Wozu soll das Ganze dienen? Was ist Zweck, diese ganze... Das fragt ihr euch? Ja, na klar. Aha. Wo soll das hinführen, dass die Politiker... diese ganze Wirtschaft kaputt machen möchten. Was ist Zweck? Fragst du dich, was dahinter, aber was? Fragst du dich, was unsere Politiker damit bezwecken oder fragst du dich was anderes? Ja, was sie damit bezwecken möchten. Aha. Also gehst du davon aus, um ein Virus und um die Gefährlichkeit eines Virus geht's nicht? Nee, absolut nicht. Also ich habe noch keinen getroffen, der wirklich krank war. Ich war mal erkältet, lag ein paar Tage im Bett. Logisch, wie jeder kranke Mensch liegt sich im Bett und geht nicht raus und steckt alle anderen. Aber so Leute wie Herr Lauterbach und andere, die sagen doch immer, alles ganz furchtbar, alles ganz furchtbar. Glaubst du die Zahlen nicht oder hast du andere Zahlen? Ich habe gar keine Zahlen. Ich glaube an gar nichts, was damit verbunden ist. Ich glaube an keine Zahlen. Ich glaube, hier ist nur Macht ins Spiel. Ich denke nicht mal, geht es wirklich um Geld. Es geht wirklich nur um Macht. Um Macht. Das ist meine Meinung. Ich sehe das so. Aber was steht wirklich dahinter? Das weiß ich nicht. Erstmal impfen Sie alle alte Menschen, altes Heime. Also okay, die sparen an Rente. Die alle abgeratzen, Entschuldigung, aber so denke ich mal, sieht das ganz normale, gesund denkende Mensch. Also ich finde das sehr interessant, weil wir hören ja immer nur, wenn man in die sogenannten Mainstream-Medien guckt, hört man immer nur 80% Zustimmung zu allem. Die Leute sind froh und glücklich, dass sich die Politik so schön um sie kümmert. Aber das ist nicht eure Meinung, ne? Wer sagt das? Wer sagt das? Das sagen keine normalen Menschen. Entweder sind sie dafür bezahlt, dass sie sowas sagen. Oder stehen unter Druck, dass sie sowas sagen. Ja. Und im Grunde sagen nur uns das nur die Leute im Fernsehen, die Politiker, dass sie so toll sind und sich so toll um uns kümmern. Und die Leute, die da draußen rumlaufen und die alle eine Maske aufhaben? Die haben alle Depressionen schon langsam und ganz solide. Also sagst du, die sind nicht notwendigerweise auf Linie, sondern die machen da mit, weil sie keinen Stress haben wollen. Zum Teil auch, glaube ich ja auch. Ja. Ha. Viele haben ja furchtbar Angst, weil viele glauben ja zum Teil, dass irgendein Virus rumläuft. Es laufen viele Viren rum, nicht nur ein Coronavirus. Wir haben viele Viren. Wir müssen mit den Viren existieren und die mit uns. Haben wir bisher auch. Kann das denn sein, dass hier plötzlich was ganz Neues aufgetaucht ist, was so noch nie gesehen worden ist? Oder habt ihr da andere Informationen? Also wir haben im Ausschuss einfach andere Informationen. Aber ihr habt super Informationen, so wie ich mir das anschaue. Ja mach. Also ich würde sagen, wir sollten jetzt die politischen Gespräche mal in kleinen Gruppen. Vielleicht, dass ihr euch einfach noch mal ein bisschen, also manche kennen sich ja noch nicht, dass man sich in Kleingruppen oder also die meisten sitzen natürlich oder alle sitzen natürlich in Haushalten zusammen, aber man kann ja mit dem nächstsitzenden Haushalt dann mal so ein bisschen ins Gespräch kommen und mal gucken, was da noch an Gedanken aufkommen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht mal 10 Minuten Teamarbeit quasi, ja, und dann könnt ihr euch vielleicht alle bei Sören was... damit die Gedanken also uns, auch besser fließen. Uns würde, damit wir sozusagen als Coach, wir sind ja vielleicht ein Coach hier, sowas ähnliches, weil wir ja schon mal sowas gemacht haben. Also ich würde es klasse finden, wenn ihr uns einfach sagt, was aus eurer Sicht das Wichtigste ist, was jetzt passieren muss, woran aus eurer Sicht
das hier liegt, was hier gerade passiert ist, also nicht hier konkret, sondern insgesamt in Berlin und weltweit, und wer dafür verantwortlich ist. Das würde mich am meisten interessieren, damit wir dann nämlich, also nur wenn man so eine Analyse macht, kann man ja sagen, so, und das ist jetzt das, was wir brauchen. Entweder wir brauchen neue Leute oder wir brauchen ein ganz neues Konzept. Irgendwie sowas. Ja, weil daraus leiten sich ja dann auch die Forderungen, die wir dann, oder ihr, ja, wenn ihr diese Partei gründet, die Forderungen, die ihr dann erhebt, leiten sich ja daraus ab. Und deshalb denke ich, ist es gut, wenn wir jetzt einfach erstmal, also wir machen jetzt, wir lassen den Stream weiterlaufen, wir quatschen auch nicht die ganze Zeit, sondern lassen jetzt einfach hier mal ein bisschen Normalität einkehren und ihr könnt euch einfach zu den politischen Gesprächen dann erstmal so ein bisschen zusammenfinden und reden und dann, also noch eine kleine Anmerkung, wir haben hier im Moment jetzt keine Musik, weil es wegen des Livestreams natürlich ein GEMA-Problem gäbe, aber in einer Versammlung, die jetzt eben ohne Stream beispielsweise stattfinden würde, könnte man natürlich dann auch ein bisschen eine Untermalung haben, damit die Gedanken vielleicht noch ein bisschen runterlaufen. Sören, du musst mir erstmal sagen, was das Bier hier kostet. Ja. Okay. Okay, du hörst mich. Besten Dank. Alles gut. Muss keiner. Ich frage die beiden jetzt gleich nochmal, ne? Das Ding lädt sich ja gerade wieder auf. Wäre ja schon gut, wenn sie auch noch da wären. Ja, wäre gut. Ich glaube aber, dass wir es für dich jetzt so machen sollten, dass du jetzt einfach so ein bisschen und dann kann immer wieder dazwischen plaudern und dann sind die halt gerade mal eine halbe Stunde. Sind wir denn jetzt Wir sind jetzt verkabelt. Ich guck noch mal eben, ob ich hier schon Es kommt hier gerade die Eilmeldung, dass Thüringen wegen Corona die Landtagswahl verschieben wird. Und vorhin im Radio hatte ich auch schon gehört, dass ich keine Ahnung Thüringen verschiebt Landtagswahl wegen Corona. Ich komme von dort. Ich kenne auch noch eine Figur von dieser mitregierten Linkspartei. Ich will mit denen nicht mehr. Und ich habe auch vorhin schon im Radio gehört, große Diskussionen um Bundestagswahl soll als Briefwahl stattfinden, aber da ist natürlich überhaupt gar kein Fälschungsrisiko, sagt der Bundeswahlleiter. Ich weiß nicht, die müssen jetzt diese Masche, die müssen jetzt alle aufmachen, wirklich. Wir müssen gucken, dass die Leute müssen es offen, das ist der Wahnsinn, ich meine, es ist ja so lächerlich, aber die machen immer weiter, es wird immer doller, weil sie sich das irgendwie absichern wollen, wie sie da dann das ist vor allem faszinierend. Also mich regt es auch so auf, du hast x Experten, das, was ihr macht, die Truppe um Schrappe mit ihrem neuen Papier und so. Alle warnen vor dieser Politik und umso mehr machen die weiter. So, bei jeder neuen sachlichen, wirklich rein sachlichen Kritik, stehen die zusammen. Jetzt machen wir erst recht mal Bayern, FFP2 Masken. Also, ja, aber nur da bisher, ja?
Ja, bisher. Aber ich rechne damit, Bayern macht es vor und Berlin macht es wirklich ganz schnell nach. Natürlich, das kommt nicht überall. Ich habe es schon gesagt. Es wird gar nicht so weit. Tatsächlich. Landtagswahl von 25 nach 26. Dann ist es ja umso wichtiger, jetzt politisch aktiv zu werden. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Das ist ja verrückt geworden. Ich spiele vor unsere Masken. P2 Masken, ich bin genau dort. Weißt du, da habe ich mich auch nochmal überlegt, das ist ja doch so, du musst das mal ausschalten. Kann man das ausschalten? Er hat das jetzt Ja, aber sind wir jetzt, wir sind doch live jetzt. Ja, wir sind live. Also muss das Ding, können wir das kurz ausschalten, damit wir... Ja, alles klar. Okay. Dann muss das nächste Mal, dann habe ich auch einen Knacks. Aber das ist leer. Du hast irgendwas GEMA-freies, was wir abschneiden? Gibt es nicht irgendeine Restaurant-Nummer? Ich muss ja doch meine Vorstandssitzung absagen. Die hätte ich jetzt heute so das Geist. Die sind aber nicht so schön, aber es ist doch egal. Weißt du? Du, aber so ist das ja schon fast normal hier jetzt, ne? So ist doch gut. Ja, nein, ich hoffe, den Leuten macht das Mut, was wir hier machen. Nein, aber das ist gut, weil sie auch. Wie sie sagen. Ja. Du durftest die Herz auch ausgeschaltet. Ja, doch. Ich wollte nur sagen. Wofür? Noch für die ganze Arbeit. Naja, ich war schon lange, ich bin schon eine ganze Weile bei der Wahl. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin auch bei den Basispartnern, mit der Verifizierung weg. Jan, was ein unglaublich guter Buch ausgibt. Das hört man mehr, glaube ich. Ich hoffe mal. Das ist ein bisschen abgehemmt, aber bleibt halt stetig. Also, wenn das hier wirklich Feuer fängt und ganz viele hier zusammenkommen, dann verbünden wir uns am Ende und dann schlagen wir genau. Ich hoffe, okay, das hoffe ich. Eine Frage, die Konstanze fragt, ob wir jetzt nur Statisten sind oder auch Gründungsmitglieder. Okay, also wir alle hier. Aber wenn man es einfach an den Ausschlag ist, auch hier. Ja, oder die Freiheit. Was machst du jetzt? Ja, mit der Kamera. Ich gebe mir jetzt einen Chef. Aber ich bin jetzt nicht auf meine. Also, ich meine, wir brauchen ja immer, wir müssen halt eine händische Arbeit räumen. Und das ist ja gerade ein unglaubliches Problem in der Stadt. Wenn man sich halt treffen will, um über Politik zu sprechen. Also, was voll cool jetzt. Das soll so ein Beispiel sein, wie andere sorgen kann, wie ein Restaurant quasi seine eigene Mini-Partei gründen kann und dann quasi. Ich weiß genau, was da geht. Weil du hast für eine Partei hast du besonderen Schutz des Grundgesetzes. Ah, ich kann dir was erzählen. Wir haben uns überlegt, wenn ganz viele Leute eine eigene Partei gründen, ob nun als Gastronom oder Hotelier als Studentenverbindung, dann hast du ganz viele Splittergruppen, die am Ende alle unter einem Dach zusammenkommen könnten. Ja. Und wir haben die Möglichkeit reinzukommen, jedes Mal festzustellen, sind die unterwandert oder nicht. Weil das ist ein großes Problem. Reinzukommen oder welche Weise? In die einzelnen Gruppen. Kannst du reingucken und dann kannst du dir ein Bild davon machen. Die können also nicht einen ganz großen Club unterwandern, sondern immer nur kleine Clubs. Ah ja, okay. Das wird sehr schwer. Also die quasi die Zellenstraße. Wir waren ja aber noch nicht bei der Basis. Natürlich. Ja. Genau, aber die Basis. Aber wir sind, genau, wir dürfen ja. Das ist ja das Gute. Und dann holen wir wie so eine, ich glaube, Viviane hat gesagt, wie so ein Dingi, wie so ein Beiboot, fahren wir in der Gegend rum und versuchen ganz viele Leute dazu zu bringen, das zu machen. Natürlich wird das alles am Ende unter die Basis. Ja. Wer hat eine Künstlerin?
zum Beispiel heute geschrieben, gerade eben, die hat auch Teamfreiheit gegründet. Toll. Ja. Auch schon so eine Teamfreiheitsgruppe gemacht. Parteigründung, Teamfreiheit, Kunst und Kultur haben die gemacht. Und hat mich gefragt, ob ich mitmache. Why not? Warte mal, ich muss mal eben kurz hier. Dann kannst du es nicht aufhalten. Ja. Das ist der Punkt. Kommt mit an. Ich werde es mal ab 8 Uhr treffen, weil eine andere Dame mit Teamfreiheit. Ich wollte auch nicht stehen, beziehungsweise. Hier ist ja verlinkt, der hat über die Teamfreiheit-Webseite. Kannst du dir einfach so aufgeben? Und dann kann sie diese Seite runterladen. Da kannst du Ich klone mich. Achso, ja, genau. Ein Vorstand darf man nur in einer sein, aber Mitglied darf man überall sein. Das ist der Unterschied. Thank you.
Und wir holen jetzt Sound aus dem Raum raus, ein bisschen die Leute reden. Ein Mensch ohne Gefühle, er hat keine Gefühle, er kann keine
wer weiß, was da kommt. Jetzt habe ich selber drei Monate gesagt. Da kann man gucken. Also einmal korrekt. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wie gesagt, der Ethik ist es auch Sie hatten gefragt, ob wir davon betroffen sind. Wegen der Anreise, dass wir so weit angereist sind, haben wir das erzählt. Das halt stimmt tatsächlich. Und dass das halt Rieke geschrieben hat. War das so, haben gesagt, okay, fahren Sie nur ein Abo und schreiben wir das. Und dann müssen wir hier schnell hin. Ich muss ja gar nicht die Tür öffnen eigentlich, oder? Also das wird sehr, sehr interessant. Da muss man schon fast vorsichtig sein. Ja, deshalb, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also, aber man muss sich halt einen Bereich aufnehmen, der nicht gleich ersichtlich wird, wer wir sind, was wir machen. Das ist, also... Ja, das Gute ist ja, wenn du ein Kind bist. Ja, ja. Ich habe wir kommen ja nur noch nach Berlin, indem wir halt sagen, wir haben quasi geschäftlich hier in Berlin zu tun. Ja, sonst hast du ja ein richtiges Problem. Sonst kannst du ja zum Beispiel halt, ja, das nicht. Aber wenn du zum Beispiel in Berlin übernachten möchtest, ja, hast du ein Büro, dann musst du hier ein Büro haben. Ja. Sonst kommst du da gar nicht in Berlin irgendwie unter. Ja. Das ist auch krass. Ja. Also es ist ja toll, es ist jetzt schon ein sehr angeregtes Gespräch gewesen. Ich habe ja auch schon von ein paar Leuten gehört, was so besprochen wurde. Es geht alles in die richtige Richtung. Wir werden uns also immer deutlicher, dass ihr tatsächlich heute irgendwie, oder nicht heute, sondern dass ihr quasi jetzt in diesem voranschreiten wolltet sozusagen. Wir haben jetzt gerade aus Thüringen gehört, dass da die Landtagswahl verschoben worden ist. Ja. 5 Monate verschoben worden ist. Also umso wichtiger ist, dass selbst hier aus unserer Sicht, ja, dass sich selbst die politischen Bewegungen jetzt zusammenfinden, dass sich die Parteien gründen, diese hier reihenweise andere, um eben wirklich an Stärke zu gewinnen und an das, also wirklich die politische Diskussion wieder aufzunehmen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also es sind auch schon ein bisschen hin und her überlegt worden, wie jetzt das mit dem Namen der Partei, ob das so stehen bleiben soll. Der Vorschlag von dem Sören, ja, mit dem
mit Team Freiheit, Scotch and Sofa, Kolbitzstraße 18 und dann Postleitzahl und Berlin, ja, dass man also auch weiß, wo der historische Moment war. Oder ob eben da vielleicht noch andere Ideen sind. Ihr könnt ja einfach noch mal ein bisschen weiter diskutieren und wir können ja nachher dann zu den Namen noch mal miteinander sprechen. Oder können wir der dann Name Vorschläge? Ist gar nicht so wichtig. Das Programm ist das Wichtige. Aber wie wir ja, es ist ja echt ein Hammer. Also wenn hier tatsächlich jetzt Landtagswahlen verschoben werden, dann ist das wieder ein Testen. Das ist ein Testen. Die gucken immer, wie weit sie gehen können. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir politisch dagegenhalten. Und dass wir eine politische Alternative zur Verfügung stellen, solange die Politik, die im Moment am Rumrandalieren ist, das muss man ja sagen, solange diese Politik sich ausschließlich für sich selbst interessiert. Denn für uns und für andere in dieser Situation scheint sie sich nicht mehr zu interessieren. Vergiss dabei völlig, dass wir viel mehr sind als die. Merkwürdig. Und dass ohne unsere Steuern nichts mehr geht. Richtig. Also keine Steuern mehr. Das können wir nicht. Ich habe schon überlegt, es muss einen Weg geben, politischen Druck auszuüben. Diese, heißt das immer noch GEZ-Gebühren, hier diese Rundfunkdinger, das muss gehen. Aber ich weiß noch nicht wie. Das müssen wir noch mal besprechen. Aber das ist eine Möglichkeit, Druck auszuüben. Wenn alle Leute aufhören oder die Leute, die sagen, das Öffentlich-Rechtliche, für das wir bezahlen, verarscht uns und informiert uns nicht mehr. Und deswegen hören wir auf zu zahlen, dann glaube ich, wird das was bewirken. Aber man muss es so machen, dass es keine Schäden verursachen kann. Denn soweit ich. Ja, Schäden, das ist. Der Punkt ist der. Man kann entweder sich unterm Tisch zusammenkauern und wimmernd untergehen oder mit fliegenden Fahnen kämpfen. Und ich würde immer die Fahne in die Hand nehmen. Was diese GEZ-Gebühren angeht, ja, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man die vielleicht mal auf ein Treuhandkonto einzahlt, ja, und sagt, die halten wir so lange zurück, solange ihr... Aber die Finanzämter können die vollstrecken. Ja, ich muss mich da noch mal... Ja. Mögen sie doch tun, ja. Ich meine, wenn ein paar Millionen Menschen das machen, ja, und sagen ganz einfach, eine enorme Wirkung. Wir halten die zurück, ja, bis wir wieder wahrhaftig informiert werden, ja. Meine Güte. Das würde auf jeden Fall eine Menge an Verwaltungsaufwand bedeuten. Also selbst wenn Sie die Möglichkeiten haben, würde das eine Menge an Verwaltungsaufwand bedeuten. Was weiß ich, 3 bis 4 Millionen mindestens, ja. Also das sind schon sowieso die faktischen Verweigerer, ja. Oder 4 bis 5 Millionen, ja. Die müssten Sie ja dann alle vollstrecken, das schaffen Sie doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht, ja. Naja, und vor allem, bis die gemerkt haben, dass das Geld nicht kommt. Ja. Da ist ja schon mal ein Monat vorbei. Natürlich. Und da müssen sie gucken, wer hat nicht gezahlt, so weit das raus. Und wie du sagst, außerdem kann man sich da auch befreien lassen. Studenten, die keine Kohle haben, können das auch machen. Und ja, wenn wir keine Kohle haben, können wir es auch. Recht, weil die ihren Auftrag schlecht erfüllen. Ja? Die bedienen uns mit Fake News. Ja? So kann man auch argumentieren. Natürlich. Also das müssen wir noch mal mit den Juristen in unserem Trupp genauer besprechen. Aber da gibt es mit Sicherheit einen Weg. Ja. Ja. Noch ein Hinweis. Auf den kann man sich ja berufen. Natürlich. Ja. Der Programmauftrag, der wird nicht erfüllt, der wird ja offensichtlich nicht erfüllt. Ja. Ja. Und dann sagt man, solange der nicht erfüllt ist. Und man macht es geschickterweise so, dass man einfach sagt, wir halten diese Gebühren zurück. Die werden eingezahlt auf ein Treuhandkonto. Ja. Und dann wird geprüft, ob die ihren Auftrag erfüllt haben oder erfüllen, ja. Und nur dann, wenn diese Prüfung zu dem Ergebnis führt, sie tun es, ja, dann kriegen sie das Geld. Also Hans, ich habe den Eindruck, dass das nie wieder was wird mit denen. Und richtig. Deswegen brauchen wir gar kein öffentlich-rechtliches Informationsprogramm mehr. Denn das, ich gehe nach dem, was wir alles gesehen haben und gehört haben und nach dem Video von Rainer Mausfeld, gehe ich davon aus, dass das hier nicht neu ist, sondern dass wir schon seit einiger Zeit mit falschen Informationen gefüttert werden. Und sowas brauchen wir nicht. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Da können wir unser eigenes Programm machen. Und es bilden sich ja jetzt schon alternative Medien heraus. Und die etwas mutigeren, die können ja hergehen und können den Rundfunkbeitrag schlicht und ergreifend an diejenigen weiterleiten, die sich der Wahrheit verpflichtet haben in der Information. Ja. Ja. Also ich mache das persönlich schon seit einiger Zeit. Ja. Ich zahle meinen Rundfunkbeitrag an Journalisten, die wahrheitsgemäß und vollständig informieren, die dem journalistischen Auftrag gerecht werden. Ja.
Das kann ich beurteilen. Das ist, glaube ich, sogar Teil des Widerstands, den Richtig. Man hier, des gewaltlosen Widerstands, den man aufbauen kann. Es gibt ja einige, die argumentieren inzwischen politisch, dass wir die Schwelle des 20, und zwar ernstzunehmende Juristen, auch Rechtsprofessoren, dass wir die Schwelle des 20 Absatz 4, der das Widerstandsrecht auslöst, schon lange überschritten haben. So ist es. Muss man auch mal drüber nachdenken. Richtig. Was bedeutet das? Was können wir machen? Auf jeden Fall können wir sagen, da die Medien, die sogenannten Mainstream-Medien, ein ganz wichtiger, vielleicht sogar der entscheidende Teil dafür ist, was hier gerade passiert, müsste man sagen können, dann boykottieren wir den Scheiß eben. Richtig. Und zu den Grundrechten gehört auch das Widerstandsrecht. Geht immer. Und Boykott, nicht mitmachen, nicht sich daran beteiligen, ja, das ist praktisch das Grundrecht des Widerstands, ja. Es ist völlig harmlos im Grunde genommen, ja. Ich sage nur ganz einfach, ich unterstütze euch nicht mehr. Und ich habe gute Gründe dafür. Ja? Müsste man jedenfalls sehr gut politisch argumentieren können. Ja. Das kann man mit Sicherheit sehr gut argumentieren. Man kann es verfassungsrechtlich. Wir haben alle erlebt, wie. Ich habe jetzt gerade. Aha, das ist auch interessant. Das sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, das sind auch die privaten Medien. Es gibt einen Bericht, ein Video. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Viviane, über eine Frau von Spiegel TV, die in einem Chat mit ausgerechnet den berüchtigten Volksverpetzern mit aller Macht versucht hat, zu verhindern, dass Robert Kennedy Jr. am 29.08. eine Rede hält. Die haben alles unternommen, das sieht man aus diesem Chat, das müssen wir veröffentlichen. Das ist richtig hammerhart. Die haben alles unternommen, diese Frau von Spiegel TV, die leider nicht in der Lage ist, einen geraden Satz rauszubringen, aber sie hat es versucht, zu verhindern, dass der hier auftritt, dass er überhaupt hier reinkommt und geschweige denn eine Rede hält. Mit einer Ausdrucksweise, ich reiß mich auch nicht immer zusammen, aber ich bemühe mich wenigstens. Manchmal wird man ja auch ein bisschen böse, aber mit einer Ausdrucksweise, die, da fragt man sich, ob die überhaupt jemals zur Schule gegangen ist oder irgendwie aus Versehen was gelernt hat. Aber das ist ein Skandal. Und deswegen muss man für solche Medien nicht bezahlen. Ne? Auch für diese privaten Mainstream-Medien muss man sich eigentlich nicht mehr interessieren. Sondern ich glaube aber, dass sich wirklich jetzt inzwischen ernstzunehmende alternative Medien etablieren. Also Reitschuster macht einen super Job, finde ich. Zum Beispiel. Der macht da zwar einen Spagat, versucht immer noch ein gewisses Verständnis für die andere Seite, in Anführungsstrichen, zu haben. Aber er macht, glaube ich, recht deutlich, auf diese Weise noch besonders deutlich, weil er eben ruhig bleibt dabei, dass irgendwas ganz gravierend schiefläuft. Ja. Und wir haben ja auch inzwischen eine Verfassungsbeschwerde eines Richters. Das ist nicht irgendjemand, sondern ein Richter, der im Einzelnen begründet, warum das, was hier passiert, verfassungswidrig ist. Ja. Und wie aussichtsreich ist denn jetzt so dieses Netzwerk britischer Staatsanwälte und Richter? Was kann man da erwarten? Also ich glaube, das ist super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird eine super Geschichte, weil wir haben das ja die ganze Zeit schon mitbekommen, dass da sich auch was tut in den Gerichten. Ja. Und also ich hatte ja dann diesen Aufruf da gepostet. Also wir hatten ja schon einen ganzen Schwung von Juristen und Staatsanwälten und so weiter sowieso schon in der Pipeline. Und es haben sich jetzt wirklich sehr viele gemeldet. Und man merkt, da ist richtig Dynamik drin. Da kommen immer weitere Anfragen. Also es wird jetzt alles koordiniert eben von den Richtern selber. Wir haben das eben erstmal als Anlaufstelle genommen, weil für die ist es ja auch ein Schritt, nach draußen zu gehen, eben jetzt, wie will man sagen, von ihrer Position aus und so. Und das ist aber ganz toll, dass sie uns da offenbar vertraut haben und sich bei uns gemeldet haben. Und das wird jetzt alles gebündelt und das werden sehr, sehr viel mehr werden. Also der Richter, der die Verfassungsbeschwerde da eingereicht hat, wir hatten das ja erstmal anonym veröffentlicht, der hat sich jetzt ja heute in einem Podcast geoutet, ja, also das Dr. Peter Schleiter hat sich da geoutet und ist jetzt wird auch dann natürlich von anderen Richtern und Staatsanwälten bestimmt auch nochmal angesprochen werden und so weiter. Also es ist toll und ich glaube, das kann eine ganz fundamentale Sache sein. Wir wissen auch von einem Urteil, ich sage dazu jetzt nichts Näheres, aber das ist schon gesprochen und das wird wohl, ich weiß nicht, wir hoffen morgen veröffentlicht werden und das ist toll. Und also da tut sich wirklich einiges jetzt auch bei den Gerichten. Da kommt auch Dynamik auf, weil die das natürlich auch sehen. Viele merken das jetzt. Das Recht ist kurz gesprochen auf unserer Seite.
Das Recht ist auf unserer Seite, aber das ist ja wie immer, ne? Recht haben und Recht kriegen ist manchmal etwas schwieriger. Bisher war es so, dass die Justiz aus meiner Sicht, deswegen bin ich auch gut vorbereitet auf das, was wir hier machen, aus meiner Sicht in den Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, wo der Einzelne gegen einen mächtigen Konzern angehen muss, nicht funktioniert. Du weißt das ja auch aus den Bankenhaftungssachen. Ja. Aber ich glaube, so langsam tut sich was. Und so langsam wachen offenbar auch einige Richter auf und sagen, hey, wenn das so weitergeht, haben wir keinen Job mehr. Ja. Weil wenn das Spiel bis zu Ende gespielt wird, braucht man keine Justiz mehr. Richtig. Dann gibt es Kommandos von oben und ja. So sehe ich das auch. Es geht hier um die Verteidigung des Rechtsstaats. Und der Demokratie. Und das, was wir hier machen, ist entscheidender als zu wählen. Unsere Meinung äußern und darüber diskutieren, wie man politisch was bewirken kann. Ja. Wenn das am Ende für die Bundestagswahl, die hoffentlich dann nicht verschoben wird, wenn sie verschoben wird, wird das vermutlich zu Aufruhr führen. Aber wenn das am Ende für die Bundestagswahl dazu führt, dass wir eine eigene Stimme haben, und zwar eine kräftige Stimme, dann ist das die Entscheidung. Richtig. Denn ich bin nicht davon überzeugt, dass das, was wir draußen sehen, die Realität widerspiegelt. Also Leute, die, ich glaube nicht, dass, wie war das, 75% angeblich der Bevölkerung für Impfen sind, kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute, mit denen ich rede, sagen alle, naja, selbst wenn sie Verständnis haben, sagen alle, naja, aber nee, impfen nicht. Das ist die rote Linie, da gehen wir nicht drüber. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass alle Leute, die eine Maske aufhaben, der Meinung sind, dass es alles klasse ist, sondern der eine oder andere merkt schon, dass das vielleicht gar nicht so günstig ist und möglicherweise sogar gesundheitsgefährdend ist. Vor allen Dingen für die Polizisten, Und all das wird nicht diskutiert. All das wird nicht diskutiert. Ja. Wir haben, also ich habe vorhin schon wieder eine Meldung gekriegt von einer, angeblich einer, wir wissen nicht, ob es stimmt, von einer Entscheidung eines Gerichts in Peru. Hast du das mitgekriegt? Nee, das ist nur eine, das ist, also die haben sowas Ähnliches wie in Frankreich, gibt es Untersuchungsrichter. Mhm. Und die entscheiden darüber, ob, ist eine Strafsache, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Und in Peru ist offenbar ein Untersuchungsrichter, wenn das stimmt, kann auch Fake sein, ne? Ist offenbar ein Untersuchungsrichter zu dem Schluss gekommen, dass die Anschuldigungen gegen Gates, Soros und so weiter, dass die das Ganze inszeniert haben, ausreichend konkret sind. Und lässt offenbar die Anklage zu. So zumindest habe ich das verstanden. Das ist vorhin durchs Netz gegangen. Wenn das so wäre, dann hat uns ein weiteres Mal ein angebliches Dritte Weltland gezeigt, wie Justiz wirklich geht. Ja. Denn hier war noch niemand dazu in der Lage. Ja. Da haben wir Nachholbedarf. Ja. Ja, ist ja, ist ja toll. Jetzt haben wir wieder eigentlich neuen, also neues Futter. Ich denke, in die Satzung zum Beispiel würde ich jetzt, wenn es eure Satzung ist, also wir haben das auch aufgenommen, einen öffentlich-rechtlichen oder wie auch immer gearteten Rundfunk, der einen wirklich informiert, also sprich Zugang der Bürger zu tatsächlich auf Evidenz basierenden Informationen. Also das kann man irgendwie da eine schöne Formulierung sich raussuchen. Das könnte in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Wir haben das bei uns in der Mustersatzung, die ja bei team-freiheit.net auch verlinkt ist. Da kann man sich das anschauen. Da ist schon so ein kleiner Punkt drin. Den kann man natürlich noch ausformulieren, noch näher und eben da auch noch mal ein bisschen andere Prioritäten setzen. Aber wir können ja einfach jetzt noch mal wieder ein bisschen weiter diskutieren. Vielleicht kommen da noch zusätzliche Sachen. Was haben wir eigentlich als Anwalt für den Ärzten? Wir haben ja ähnlich der Frau Bundeskanzlerin einen Amtseid, den sie auch nicht erfüllt, das wissen wir. Was sagt ihr zu den ganzen Ärzten, die das rigoros durchführen? Gerade für mich extreme, denke ich, in Altenheimen. Also grundsätzlich haben die dasselbe Problem wie wir. Die sind zu wenige, die sich überhaupt aus der Deckung trauen. Mhm. Als ich gesehen habe, wie sich das entwickelt, habe ich ja angefangen, aus den USA noch damals so ein paar Videos zu machen und habe mich gefragt, wo bleiben die Juristen? Und dieselbe Frage haben sich offenbar auch viele Ärzte gestellt. Aber es kommen ja immer mehr aus der Deckung. Nur, eins muss ganz und gar klar sein. Jeder Arzt, der sich an dieser Impfung beteiligt, ist dran wegen Körperverletzungen und oder Schlimmerem. Wir haben jetzt konkrete Hinweise darauf, dass auch hier in Berlin die ersten Leute nach der Impfung sterben. Mhm.
nicht nur krank werden, das wussten wir vorher schon, sondern nach der Impfung sterben. Also sind wir da im Bereich mindestens des Totschlags. Und die Leute, die informiert worden sind vorher, das werden wir als nächstes uns sehr darum bemühen, dass diese Informationen rausgehen an die Gesundheitsämter und so weiter. Da müssen möglichst alle Ärzte wissen, was ihnen blüht. Die können auch nicht mehr sagen, das haben wir nicht gewusst, sondern die machen wir auf diesem Wege bösgläubig und die haften dann auch zivilrechtlich auf Schadensersatz. Es gab ja dieses Schreiben, wie gesagt, man kann ja fast niemandem mehr glauben in den Medien. Es gab ja das Schreiben, das angeblich vom Gesundheitsamt oder vom Bundesgesundheitsministerium sogar kam, an Apotheker und an Ärzte, dass sie nicht aufklären sollen, explizit über die Folgen und über die Risiken der Impfung. Mhm. Wenn das wirklich Fakt ist, das ist doch absoluter Wahnsinn. Ja, die Politiker, die das veranlasst haben, die sind erst recht dran, wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung nennt man das. Und wenn das dann zu Tötungsdelikten führt und da spricht sehr viel dafür, dass das auch hier in Deutschland gerade der Fall ist. Also jeder von uns hat ja mitgekriegt, dass es da draußen solche Fälle gibt. Ich glaube, in Portugal war eine 41-Jährige, deren Vater sagt, wir wollen, dass das gehört und gesehen wird. Ich habe gerade ein Video gesehen von einer Frau in den USA. Das ist von den CHD, also Children's Health Defense Leuten, um Robert Kennedy bestätigt worden, dass es echt ist. Die hatte Parkinson-ähnliche, aber ganz schlimme Symptome. Kommt aus dem Badezimmer raus und kann kaum laufen. Also all das, was da passiert ist, dafür wird bezahlt werden müssen. Dafür werden wir auf jeden Fall sorgen. Und ich bin ganz sicher, dass das genauso läuft wie damals, als wir... Deswegen bin ich ja so ein bisschen konditioniert. Sowohl ich als auch Viviane sind früher mal Banker gewesen. Und ich habe in den Bankenhaftungsverfahren ja gesehen, wie hier die Macht eines solchen Konzerns, die Deutsche Bank ist das, in die Politik reingreift und über die Politik zumindest in Teile der Gerichte. Deswegen hat mich das nicht wirklich geschockt, was ich hier gesehen habe. Aber wenn das dann zu solchen Konsequenzen führt. Ich habe damals gesagt, naja, typisch, Deutsche Bank ist vollkommen egal, ob ihre Kunden vor die Hunde gehen oder nicht. Ich habe ja, als ich in Tokio gearbeitet habe, gesehen, dass es nur noch um Geld geht. Aber wenn es dann zu solchen Konsequenzen führt, dass Menschen sterben, dann wird das ganz, ganz schlimme rechtliche Folgen haben für alle Beteiligten. Insbesondere natürlich für die Politik, die dahinter steht und das veranlasst hat, obwohl sie besser informiert wurde. Das ist ja das, was wir machen im Ausschuss, ist ja letzten Endes auch vor allem Aufklärungsarbeit. Unser Ziel war immer, die Diskussion in Gang zu bringen. Das, was wir hier jetzt machen, das ist ja letzten Endes ist es eine politische Diskussion. Das hätte viel früher begonnen werden müssen. Und das hat aber jeder, genauso wie uns eine Menge Leute hier aus der Szene in Anführungsstriche gesehen haben, ist ja öffentlich. Jeder hat es sehen können. Jeder hätte sagen können, hey, da kommt mal eine einstweilige Verfügung rein, eine Unterlassungsverfügung oder eine Strafanzeige wegen Verleumdung. Ist nicht passiert, weil das wäre im Gericht gelandet. Und dann hätte sich ein Richter damit befassen müssen. Und das Risiko wollte offenbar keiner eingehen. Aber jetzt, wenn sich das bewahrheitet, dass es auch bei uns Tote gibt, dann werden sich die Gerichte befassen. Also vor dem Hintergrund möchte ich echt auch noch mal auffordern, wir stellen das gerade zusammen. Wirklich, wo hat jemand in der Lokalpresse mitbekommen, dass da jemand gestorben ist? Ja, also es gibt ja da wieder viel in dem Heim und da. Und ich glaube, Wolfgang Wodak hat da auf seiner Seite schon einiges veröffentlicht, hat das ein bisschen gesammelt, also solche Berichte. Wir müssten gucken, ob es da noch mehr gibt. Und auch, ob eben Angehörige und eben Pfleger, dass sie sich bei uns melden und das eben noch mal mitteilen. Weil wenn wir wirklich diese Übersicht hinkriegen, dass da nach so kurzer Zeit diese zufälligerweise nach der Impfung die Leute plötzlich alle da versterben, ganz schweren Verlauf und ja auch, also wenn es wirklich Corona wäre, auch einen überraschend schnellen, schweren Verlauf bekommen würden. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also es ist ja normalerweise so, die Impfungen sind ja gerade erst gelaufen. Normalerweise habe ich hier bei Corona so einen Verlauf, so wie das jedenfalls dargestellt wird, dass ich doch nach 2-3 Wochen geht es mir richtig dreckig irgendwie oder nach einer Woche später. Also, aber wir kriegen ja mit, das ist quasi am Tag nach der Impfung oder am Abend beginnt es schon. Oder die Meldung jetzt aus Bremen. Eine Frau ist geimpft worden und ist so unmittelbar danach gestorben. Da wird man natürlich mit Hilfe einer Obduktion, das wird, glaube ich, auch veranlasst, feststellen können und müssen. Woran ist er denn nun gestorben? Ja. Das reicht jetzt nicht mehr aus mit oder an oder so, sondern jetzt wollen wir es wissen. Das wollen die Angehörigen wissen. Auch da ist eine rote Linie überschritten worden. Ganz genau. Ich wollte mal was zur Aufklärung sagen. Ich bin Psychotherapeutin und ich werde natürlich auch von vielen Patienten gefragt, was halten Sie denn davon? Und ich habe auch Patienten, die natürlich sehr alte Eltern haben
und sich sehr große Sorgen darum machen, weil die natürlich in Heimen sitzen oder auch sonst natürlich sich jetzt gerne impfen lassen wollen. Und ich kläre die ganz klar auf, also weil ich nämlich auch Angst habe, sage ich ganz ehrlich, dass ich später belangt werden kann, ja, wenn ich das nicht getan habe. Und außerdem habe ich sowieso das Gefühl, dass ich das tun muss. Und genauso kläre ich sie über die Masken auf. Ich habe von Anfang an die entsprechenden Schreiben und so weiter. Möchte ich mich jetzt nicht näher zu äußern. Auf jeden Fall, ich kläre über die Masken auf und natürlich auch über die Tests. Ja. Und dann kann mir später niemand sagen, ja, also sie haben uns aber nicht Bescheid gesagt. Das wollte ich einfach nicht mehr sagen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, ja, weil natürlich, ich gehöre zu den Fachärzten und wir werden also ganz eindringlich aufgefordert, ihn nicht aufzuklären. Tatsächlich? Ja, klar. Ich habe das jetzt sogar schriftlich gesehen. Ja, aber genau, die KV macht das, ja. Die sollen nicht Bescheid sagen. Ja, aber das bedeutet doch... Die sollen über die Impfung nicht aufklären. Aber wieso? Ich kann es nicht, weiß ich. Ich meine, was steht denn als offizielle Begründung da drin? Dass man vielleicht falsche Informationen... Also als offiziell weiß ich es nicht, aber ich weiß es, dass dieses Schreiben... Sören, mach mir noch ein Bier, das ist zu viel. Das Schreiben existiert und ich weiß es auch von den Apothekern, die ganz klar am Anfang aufgefordert wurden, sagen Sie nichts über die Nebenwirkungen. Das habe ich von vielen Apothekern auch gehört. Ja, das weiß ich. Dieses Schreiben gibt es aber. Ja, ja, aber wisst ihr, was das bedeutet? Jede einzelne Impfung ist eine Körperverletzung. Ja, das weiß ich, genau. Und das, was die machen, Dankeschön, ist eine Anstiftung zur Körperverletzung. Ja, genau. Strafrechtlich wird der eine oder andere Staatsanwalt sich schon darauf besinnen, was er mal gelernt hat. Ja, aber alles ist ja Anstiftung. Der Test ist falsch, ist auch eine Körperverletzung. Also keiner kann einfach da in den Rachen oder in die Nase reinstechen. Die Maske ist eine Körperverletzung, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe auch entsprechend diese Studie, die es da gibt, von 2004 über die Masken, auch über die FFP2-Masken, die habe ich am Anfang immer mitgegeben bei den entsprechenden Befreiungen. Das ist alles eine Körperverletzung. Auch die Quarantäne, es ist alles. Auch das hier, dass das gesperrt ist und so weiter. Es ist alles, alles, alles rechtswidrig. Und Körperverletzung. Das können wir noch nicht veröffentlichen, weil wir es noch nicht haben. Aber es gibt ein ganz neues Urteil eines Gerichts. Ich sage nicht, welches Gericht. Aber ich weiß von den Kollegen des Richters, der es geschrieben hat, dass darin klar und deutlich erstmals festgestellt wird, dass all diese Maßnahmen verfassungswidrig, das heißt auch nichtig sind. Nichtig heißt, man muss sie nicht befolgen, man kann sich denen nicht unterwerfen. Und jeder, der daran beteiligt ist, das durchzusetzen, auch die Polizei, wird sich verantworten müssen. Es wird nicht gleich morgen sein, aber es wird so sein. Weil die Nummer wird auf keinen Fall gut gehen hier. Da habe ich jetzt eine direkte Frage zu. Was ich gehört habe aus Österreich, war das so, dass adäquat zum Verfassungsgericht in Karlsruhe, waren die das Oberverwaltungsgericht irgend sowas, ne? Nee, ich glaube, das heißt bei denen auch so, Bundesverfassungsgericht oder so ähnlich. Das heißt Verfassungsgerichtshof. Ja, doch, und der hat zum 31.12. Ja. alles aufgehoben. Und der hat schon vorher gesagt. Kurz hat gesagt, egal. Ich habe vorhin mit einem Kollegen aus Österreich gesprochen und ich habe jetzt ein paar Mal Statements von denen gesehen, auch in Talkshows. Und ich bin immer erstaunt darüber gewesen, wie absolut sicher und gewiss die sich ihrer Sache sind. Ich habe dem Kollegen auch gesagt, Gratulation, toll, so muss man rüberkommen. Die haben aber den Rückhalt ihrer Kammer. Und die sind sich eben sicher, wir auch. Ne? Aber wir haben noch nicht so den Rückhalt von irgendeiner Kammer gehört und gesehen. Ist uns auch eigentlich völlig egal. Wir machen das, worauf wir einen Eid geschworen haben. Und das ist die Verfassung. Das ist diese Demokratie hier. Die Österreicher sind da einfach einen Schritt weiter. Und es wird Herrn Kurz, wird es nicht gut gehen. Politisch wird er dafür einen ganz, ganz hohen Preis bezahlen. Vielleicht auch mehr als nur politisch. Vielleicht wird er ja kürzer gemacht. Ja. Es gab ja schon mal so eine Revolution, wo das üblich war. Ne? Das wollen wir nicht haben. Aber wir wollen ja die sanfte Landung. Und vor dem Hintergrund ist eben wichtig, dass wir einfach in der Masse jetzt zum Ausdruck bringen, dass es so nicht weitergehen kann. Weil es ist. Ich muss mich noch mal erkundigen mit dem Schreiben, dass es existiert. Also, ich weiß das von den Apothekern auch. Mhm. Da tun sich ja auch eine Menge Leute zusammen. Und die Apotheker haben mir erzählt, dass sie sich über ihre Kammer nicht beschweren können. Die hat für die Apotheker sehr viel getan, aber für die Allgemeinheit eben nicht.
einer von denen hat mir gesagt, das ist Bestechung, was die gemacht haben. Mhm. Die erlauben denen, die Masken für 6 Euro zu verticken. Mhm. 6 Euro. Aber nee, nee. Nein, das ist anders. Die kriegen 6 Euro. Die haben sozusagen die Möglichkeit, also für die Leute, die jetzt so einen Berechtigungsschein haben, das da ist sozusagen. Genau, also dass die können sich quasi die Maske holen und der Apotheker kriegt dann 6 Euro rückvergütet sozusagen dafür und kann das aber dann zu einem beliebigen Preis einkaufen. Und wir haben dann eben schon gesehen, dass die Masken teilweise für 60 Cent erworben werden können. Je nach Menge wird es ja auch davon abhängen. Oder, und selbst wenn man das für 1,50 Euro kaufen kann, wenn es so wäre, jetzt wenn man nur in kleinen Mengen beispielsweise, dann hat man ja immer noch einen gewaltigen Schnitt. Ja. 1000%. Ja. Ja, elegant. Ja. Die, wo es die Berechtigungsscheine gibt, genau. Da ist nicht ganz so viel Asbest drin. Ich wollte noch mal was zu Kassau sagen. Ja. Die ist doch schon seit in der Lehre. Wir werden auch gestochen. Also wir kriegen Geld von der KV. Einfach so. Ich habe zum Beispiel im Sommer einfach 1000 Euro auf dem Konto mehr gehabt. Ich wusste gar nicht, wo die herkamen. Da stand Corona-Ausgleichszahlung. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Wie, gar nicht beantragt? Nein. Was? Nicht beantragt, nichts. Und jetzt schon zum dritten Mal. Hast du das schon mal gehört? Ja, und da steht Corona-Ausgleichszahlung, Corona-Schutzschirm. Das war jetzt nicht so viel, aber es war zum dritten Mal, haben wir jetzt diese Zahlung bekommen. Wie, und andere Leute stellen Anträge, Nils Rohr stellen Anträge und kriegt keinen Cent? Ich habe geguckt, ich habe einfach ein bisschen weniger gearbeitet, weil ich nicht so viel Lust hatte im Sommer. Und da haben die einfach den Umsatz vom letzten Jahr geguckt und jetzt und haben mir dann so eine Ausgleichszahlung geschickt. Ich habe gar nichts gemacht. Normalerweise müssen wir für alles klagen. Wir geben ja immer Widerspruch nach jedem Quartalsabrechnung, immer Widerspruch, weil das auch alles nicht stimmt. Aber diesmal schmeißen die das Geld einfach raus. Also da habe ich mich auch sehr gewundert. Ja, das könnte auch in die Kategorie Bestechung passen. Ja, ne? ohne irgendwas. Mit anderen Worten, hier Kohle, Hals, Maul. Genau, ja, na klar. Ja, die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das ist ja schon Bestechung. Das Ganze ist nicht nur eine Anstiftung zur Körperverletzung, sondern das... Also diese Vorgehensweisen sind Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist ein Kapitalverbrechen. Da ist nichts mehr mit Bußgeld oder mit Geldstrafe. Dafür gibt es Freiheitsstrafe. Ja. Für die Körperverletzung kriegst du auch schon, kommst du auch nicht mehr mit dem Bußgeld zurecht. Das ist eine gefährliche Körperverletzung, was hier sozusagen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Ja. Aber also das habe ich jetzt heute das erste Mal gehört, dass das so durchgehend gemacht wird. Ja, unglaublich. Vor allem, weil wir hatten ja bislang eigentlich die Information, dass die Leute jetzt dass sie mehr abrechnen können pro Patient. Aber da muss ich das ja wahrscheinlich auch entsprechend angeben oder sowas. Aber dass man es jetzt einfach aus dem Nichts auf seinem Konto hat, das ist ja wohl der Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehört. Und wenn man sich dann auch, wenn man jetzt an den Martin Ruland denkt, der bei uns war als Solo-Selbstständiger, der sich jetzt dabei also zu Hartz IV anmelden darf beispielsweise. Und die anderen können hier, wissen noch nicht mal, womit haben sie das verdient, dass der Corona-Schutzschirm da auf sie niederprasselt. Also es ist ja wirklich unglaublich. Das ist ganz offensichtlich. Das ist genau dasselbe wie bei den Apothekern. Die sollen einfach den Mund halten. Die sollen den Mund halten. Das bedeutet auch, dass die Leute nicht aufgeklärt werden sollen. Ja? Das ist das Entscheidende. Deswegen und da besteht eine Pflicht zur Aufklärung. Und wer das nicht tut, der wirkt mit an Körperverletzung und an Körperverletzung mit Todesfolge. Ja? So ist das halt. Es wird spannend sein, was mit den Deutschen, mit der deutschen Komponente der Impfstoffhersteller passiert. Ob sie die den Wölfen zum Fraß vorwerfen wollen, das spricht viel dafür. Ja? Die sind nicht abgesichert. Naja. Was halt auch ein ganz gravierender Punkt ist, dass die nicht haften müssen dafür. Ja? Dass sie praktisch von der Haftung freigestellt worden sind. Ja? Das wissen wir nicht. Folgendes ist passiert. Leute aus dem EU-Parlament und Leute aus, ich meine aus dem EU-Parlament, die haben sich irgendwo zu Wort gemeldet. Ich habe das heute irgendwo gelesen. Denen wird genau wie bei der Schweinegrippe kein wirklicher Einblick in die Verträge gewährt. Sie dürfen nicht wissen, wie es mit der Haftungsfreistellung ist. Sie dürfen nicht wissen, wie teuer das ist. Jetzt wissen sie es sowieso, weil das irgendjemand geleakt hat. Aber es ist exakt dasselbe wie bei der Schweinegrippe. Da waren die Verträge ja auch alle geheim. Und hinterher musste man den ganzen Müll, vermutlich hier erst recht, weil das ist ja ein viel gefährlicherer, in Anführungsstrichen, Impfstoff, für ganz viel Geld wieder vernichten. Und warum läuft das nicht in einer öffentlichen Ausschreibung?
Nichts läuft öffentlich. Ja. Es läuft offenbar nur so eine Art Echokammer bei Frau Merkel. Die spricht mit sich selbst. Und vielleicht mit Jens Spahn und noch so ein paar Leuten, aber es ist nicht so, dass irgendwas von hier da ankommt. Ja. Sie guckt dann bedauernd in die Gegend und sagt, oh mein Gott, es tut mir alles so leid. Aber ihr kann es egal sein, denn sie kriegt ja weiter ihr Kanzlergehalt, solange bis endlich unser Steuergeld nicht mehr ankommt bei ihr. Ich habe noch mal eine kleine Frage, und zwar ist das nicht so, die haben doch so unglaublich viel Impfstoffe eingekauft. Ja. Für Abermilliarden ja, oder Millionen. Ja, ich kenn, und kenn die Summe 750.000 Millionen weitere Dosen. Genau. Gesehen, ja. Und da müssen sie ja Verträge haben. Da muss es ja Verträge geben. Ja, ja. So, die und diese Verträge, das heißt, diese Impfstoffe, die sie jetzt eingekauft haben, die müssen sie ja jetzt loswerden. Ist das nicht so, dass das deshalb jetzt so ist, weil sie die alle eingekauft haben? Also nicht nur, klar. Also sie haben jedenfalls so viel Panik in der Bevölkerung verursacht, dass sehr viele Menschen tatsächlich geimpft werden wollen. Das ändert aber nichts. Das ändert nichts an der rechtlichen Konsequenz, dass all diejenigen, die jetzt geimpft werden, weil sie nämlich nicht aufgeklärt wurden, im Wege der Körperverletzung geimpft werden. Und wenn sie sterben, ist eine Körperverletzung eine Todesfolge. Schon richtig, was Hans sagt. Aber es ist richtig, es ist, also es drängt sich zumindest der Eindruck auf, dass es hier ausschließlich um Geschäft geht. Nicht nur um Geld, weil Geld haben die Leute, die das Ganze pushen, ja sowieso, sondern es ist tatsächlich der Verdacht naheliegend, dass es vor allem um Kontrolle geht. Und da muss man sich doppelt Gedanken darüber machen, was ist nun mit der Impfung? Was bewirkt die wirklich? Ja, das, wir wissen nicht, ich habe ein Video von Dolores Cahill, die wir auch mal bei uns in der Sitzung gehört haben, gesehen. Ich habe das Video dann dem Mike Yeadon, dem früheren Vizechef von Pfizer, übersandt und habe ihn gefragt, Mike, was sagst du dazu? Und da sagte er, naja, ob das wirklich ein genetischer Eingriff ist, das könnte er so nicht sagen, aber dass es auf jeden Fall sowas von hochgefährlich ist, dass man auf keinen Fall sich mit diesem Stoff impfen lassen sollte, das vertritt er ohne weiteres. Also selbst wenn man unterschiedliche Herangehensweisen hat, ich habe früher viel Arzt- und Arzneimittelrecht gemacht, ich habe es alles vergessen, ich dachte, ich hätte es vergessen, aber das habe ich zumindest noch im Kopf. Ein Impfstoff, ein Medikament entwickelt man nicht in einer halben Stunde, wie es ja offenbar der, wie heißt der Typ? Führerschein. Ja, ja. Er hat gesagt, in New York innerhalb von einer Stunde. Das ja. Kam in die Idee. Es wurde dann aber gelöscht, ne? Es wurde wieder gelöscht. Der Witz ist, es war ja im ARD, das gibt es auch in der Infothek, wurde es noch einsehbar nachher, eine Woche maximal. Ich meine, jetzt ist gelöscht, jetzt ist der Link angeblich wieder da, aber die Aussage von ihm ist raus. Seine Originalaussage, ich habe es noch auf Video, ist, ja, wie stehen Sie denn dazu? Ihre Leute müssen dann auch sofort geimpft werden. Seine Originalaussage ist, ja, das ist schon richtig, dann druckst du schon so ein bisschen, aber er bräuchte ja seine Leute noch. Also er versucht das rechtlich jetzt so zu machen, dass die dann später geimpft werden. Später. Dass nicht alle tot vom Hocker fallen. Ja, das war die Originalaussage. So genau hat er es nicht gesagt. Nee, aber das ist der Eindruck, den man haben muss. Ne? Und es wurde dann so hingedreht, dass er gesagt hat, nein, das wäre nicht so gedacht. Das war wirklich nur aus rechtlichen Gründen. Ja, ja. Und dann ist es gelöscht worden, jetzt gibt es das wieder. Und diese Sequenz ist wohl raus. Das ist schon ein Wahnsinn. Also wenn der Hersteller sich nicht dazu äußert, dass er es selber nimmt, als Erster, natürlich, er müsste sofort so schreiben. Irgendjemand von Pfizer hat eine Aussage gemacht und hat gesagt, naja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich was bewirkt und ob man danach tatsächlich niemanden mehr anstecken kann. Da fragt man sich natürlich gleich. Das war auch einer der Gründer damals. Der eine ist doch jetzt raus. Das muss ein jetziger Chef gewesen sein. Das haben sie gesagt. So, also die haben immerhin nicht ganz so gelogen. Aber der Shahin heißt er, glaube ich, der wird wahrscheinlich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden. Ich schätze auch, Herr Drosten wird den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden, weil er ist ja nicht mehr haltbar nach allem, was an Skandal um ihn herum war. Aber, bitte? Der forscht jetzt gerade am Mers. Der wird noch viel schlimmer. Ja. Oh nee. Ja, ich wollte kurz noch sagen, wir sind zwar noch nicht jetzt wir sind ja quasi jetzt in der Sondierungs-, Gründungsvorphase sozusagen. Wir sollten aber gleichwohl jetzt nochmal, hätten wir auch am Anfang machen können, aber können wir auch jetzt machen, weil wir haben uns ja erstmal so ein bisschen vorgeglüht, nochmal einen Versammlungsleiter bestimmen.
Wer möchte gerne die Versammlungsleitung übernehmen? Also beziehungsweise wir übernehmen die jetzt mal für den heutigen Tag. Aber wenn sich das dann fortsetzt, wäre eben wichtig. Dann braucht ihr einen. Braucht man einen Versammlungsleiter, der das einfach und dann protokolliert man das dann auch. Oder Hans, möchtest du heute der Versammlungsleiter sein? Ja, der Hans. Aber kommst du nicht aus dem feindlichen Ausland? Ja, ich komme direkt aus Barara. Aber auch und bin extra 600 Kilometer hier hergekommen, ja, um an dieser tollen Gründungsversammlung teilzunehmen. Ja. Ja. Nee, Bacharach liegt am Rhein. Ja. Na gut, aber dann würde ich sagen... 620. Also auf Umweg gefahren. Aber Richard, du kannst das doch auch. Versammlungsleitung kann ich machen. Ja, also... Politprofi, ne? Hast du nicht schon irgendwie dich politisch aktiviert? Ich bin politisch aktiviert. Vor 2016 habe ich mich politisch aktiviert in der Partei. Ja. Und habe dann verschiedene Ämter übernommen. Da geht es ums Grundeinkommen. Ja, was ist mit dem Grundeinkommen? Ja, ist das eine gute Idee oder hat sich das inzwischen als vielleicht nicht ganz so praktikabel erwiesen? Also ich würde sagen, das ist die Lösung, oder das muss auf jeden Fall kommen, das Grundeinkommen. Und zwar ein ganz bestimmtes Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, was halt nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, wo man Anträge stellen muss, wie jetzt bei anderen Grundsicherungen. Und ich denke mal, über kurz oder lang, wenn es weitergeht mit der Digitalisierung und das Maschinen noch mehr Arbeit verrichten. Mhm. Irgendwann die Leute vielleicht gar nicht mehr die normale Arbeit haben, die Taxifahrer, die braucht man irgendwann nicht mehr, die Busfahrer auch nicht mehr und vielleicht Lokführer auch nicht mehr. Es wird alles noch mehr digitalisiert und automatisiert und dann brauchen die Leute ja ein Einkommen, wovon sie leben können. Ja, und das ist halt das Grundeinkommen. Und das sollte bedingungslos sein, damit man halt nicht da einen Antrag stellen muss und dass es jeder bekommt. So dass es halt auch kein Neid gibt oder sowas. Ja? Wobei wir natürlich jetzt das Problem haben, dass wir dieses Grundeinkommen, was uns ja jetzt vorgestellt wird, das ist ja ein anderes als das, was man jetzt zu normalen Zeiten gut hätte diskutieren können oder kann, vielleicht auch irgendwann wieder diskutieren kann. Aber das Problem ist ja, dass hier dieses Grundeinkommen ja verknüpft werden soll, deshalb, du sagst ja zu Recht, eben bedingungslos mit weiß ich nicht, einem Impf-ID und irgendwelchen sonstigen schönen Dingen. Ja. Und das ist natürlich, insofern ist da auch eine gewisse Toxizität gerade bei dem Thema Grundeinkommen. Ja. Das ist also ganz problematisch. Gibt's zwei Varianten sozusagen. Es gibt eigentlich, ja. Also wird ja immer sehr oft wird das Grundeinkommen, das Wort Grundeinkommen, weil wir auch hier in Berlin haben wir ja einen Bürgermeister, der halt auch das Grundeinkommen, das solidarische Grundeinkommen halt favorisiert und das Prinzip missbraucht. Alle Beamten haben ein Grundeinkommen, ja, weil die werden ja auch vom Staat alimentiert, muss man ja ganz klar so sehen. Ja. Also alle, die vom Staat, egal, jeder Richter... Meinst du, die merken das, dass sie sich gerade... Die merken, hat auch ein Grundeinkommen. Natürlich, aber meinst du, die merken, dass sie sich gerade die Beine unterm Hintern wegschießen, indem sie die Steuereinnahmen beenden? Oder was ist da los? Was meinst du? Ich glaube, die merken gar nichts mehr. Ja. Also irgendwie haben sie die Realität verloren, denke ich mal. Ja. Was das Grundeinkommen angeht, was im Moment jetzt, da wird jetzt das, es wird ja jetzt vorgeschoben, dass man die Leute jetzt das Grundeinkommen bekommen sollen, um dann sich in eine Abhängigkeit zu begeben. Das wird jetzt so dargestellt, dass sie dann in der Abhängigkeit sind, aber man ist sowieso immer abhängig. Also wenn ich irgendein Einkommen habe, ich brauche ein Einkommen, wenn ich heute, habe ja Grundbedürfnisse, ich muss wohnen, ich muss gesund, also ich brauche Gesundheit, brauche ich. Ich brauche das Wohnen, ich brauche ein Dach über dem Kopf und ich muss irgendwas essen. Das sind die Grundbedürfnisse, die ich habe. Ja? So, und dafür brauche ich in der Regel Geld, weil früher die waren Bauern, die hatten Land, ja? Die konnten ja Häuschen bauen, da hatten sie Land, da konnten sie ihre Kartoffeln bestellen und konnten die Kartoffeln essen, konnten Gemüse anbauen, also waren versorgt. Und vielleicht gab es noch irgendjemand in der Familie, der
der sich auch ein bisschen mit Gesundheit beschäftigt hat, dann hatten sie ihre Grundbedürfnisse befriedigt. Mhm. Heute ist das aber nur mal so, dass wir in der Stadt ja kein Land haben, wo wir selber unsere Kartoffeln anbauen können. Wir haben auch nicht mal den Bauernhof, der von Generation zu Generation vererbt wird. Also brauchen wir Geld. Wir müssen Geld haben, um uns die Dinge, die Bedürfnisse, die wir haben, also Wohnen, Gesundheit, dass wir zum Arzt gehen können, beziehungsweise in die Apotheke uns Arznei kaufen können und dass wir uns irgendwie Nahrungsstoffe kaufen können, also in Lebensmittelladen gehen. Das brauchen wir halt. Sag mal, ich habe immer gedacht, wenn man tatsächlich so ein Grundeinkommen hat, versuch mal Abstand einzuhalten. Wer kein Attest hat, besser eine Maske aufsetzen. Wo sind die denn? Wir wurden übrigens gerade von jemandem mit kaltem Blitzlicht fotografiert. Mit so einem Objektiv und ja, so. Ja, kann auch jemand gewesen sein, der einfach neugierig ist. Ja. Also, wir haben nichts zu befürchten. Nein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir. Auch wenn wir das als zu Hause haben? Dass wir Zeit verlieren. Oder Zeit verlieren, genau. Also ich bin ja als Versammlungsleiter, bin ich ja offenbar vorgeschlagen worden. Ja und angenommen. Ich würde jetzt einfach die Versammlung fragen: spricht oder hat jemand was dagegen, dass ich die Versammlungsleitung übernehme? Dann soll er mit jetzt. Nein, ich nicht. Also bei zwei Gegenstimmen würde ich sagen, enthält sich jemand. Er meint es anders. Keine Enthaltung. Bei zwei Gegenstimmen würde ich sagen, bin ich dann als Versammlungsleiter von der Versammlung hier. Ja. Guck mal hier, ich übergebe dir mal die. Viviane hat hier eine Satzung, die schon vorbereitet ist. Ja, es geht jetzt darum, dass die Leute, die jetzt halt hier sind, dass ich dazu aufrufe, eine Partei zu gründen, was ihr schon gemacht habt. Ja, und dann geht es darum, dass wir über eine Satzung sprechen. Ja, ich lese das einfach mal vor. Räbel ist die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Garantien des Schutzes der Menschenwürde, die den Kern des Grundgesetzes bildet. Im Zuge der Corona-Krise sind viele rechtsstaatliche Prinzipien verletzt worden. Die Demokratie hat schweren Schaden genommen. Die Partei Team Freiheit. Und dann würde der Name ergänzt. Ja. Darauf verständigen wir uns. Ach so, die Partei ist eine Partei, die die bedingungslose Wiederherstellung beider Prinzipien zum Ziel hat. Vor diesem Hintergrund fordert sie die sofortige Beendigung aller Maßnahmen, die vollständige Aufarbeitung des Virus- und Lockdowns-Geschehens in wissenschaftlicher und juristischer Hinsicht. Verlittenes Unrecht ist Schadenersatz zu leisten. Handelnde Personen sind zur Verantwortung zu ziehen. Jeder Einzelne. Mhm. Das ist jetzt, so fängt halt die Satzung an, ist mein Vorschlag, das so zu machen. Sicherstellung für künftige Epidemien, dass wer den Krisenfall feststellt, nicht auch das Krisenmanagement durchführt. Insbesondere für die Zeit nach Beendigung des Maßnahmeregimes, Stärkung der Freiheits- und Teilnahmerechte der Bürger, insbesondere der Meinungsfreiheit, Zugang zu objektiven, medialen Quellen, Beendigung von Lobbyismus und Korruption, Schutz der auch digitalen Privatsphäre, Umsetzung der plebiszitären Elemente des Grundgesetzes, Schaffung funktionierender Rechtswege und echte Unabhängigkeit der Justiz, Ausweitung der persönlichen Verantwortlichkeit der handelnden Personen in Verwaltung und Politik. Ich stelle gerade fest, wir haben noch zwei Polizisten, drei. Sie möchten auch an der Parteigründung teilnehmen? Nee, ich bin nur höflich und habe Sie nicht unterbrochen. Sind Sie hier der Leiter dieser Veranstaltung? Ich bin als Versammlungsleiter. Dann hätte ich bitte gerne Ihren Ausweis und dann würde ich gerne ein paar Sachen mit Ihnen besprechen wollen. Sie verstoßen ja so gegen so ein paar Verordnungen und Gesetze, die aktuell gilt. Könnten Sie uns das kurz mal sagen, welche das sind oder wo Sie genau den... Das mache ich dann. Ja, gerne, aber bitte hier in der Gruppe. Nein, wäre gut, weil wir sind auch zwei Anwälte. Es kommt noch weiter. Wir sind jetzt hier von der Versammlung. Wir sind gerade bei einer Gründung einer Partei.
bin ich jetzt gerade als Versammlungsleiter gewählt worden und ich würde jetzt gerne die Versammlung fortsetzen. Und Sie stören mich gerade bei der Ausführung meiner politischen Arbeit. Davon lasse ich mich nicht stören. Nein, davon lasse ich mich nicht stören. Das Verfassungsgericht kann zwar entscheiden, dass die Partei verfassungswidrig ist, aber das muss das Verfassungsgericht machen. Genau, und deswegen können Sie auch nicht entscheiden, ob das, was hier passiert, verfassungswidrig ist oder nicht. Nee, aber ich kann feststellen, dass hier eine Veranstaltung stattfindet. Eine Versammlung. Wir gründen gerade eine, Partei. Und die ist vom Grundgesetz, ist es geschützt, dass wir frei eine Partei gründen können. Und Sie stören mich hier gerade dabei, dass Sie eine, dass wir hier eine Partei gründen. Und deshalb bitte ich Sie den Raum hier zu verlassen, wenn Sie nicht an der Parteigründung teilnehmen wollen. Sie geben mir bitte Ihren Personalausweis und dann können Sie gerne fortfahren. Gut. Entsprechend werden Sie sich an die Regeln halten. Genau, aber ich dachte, was denn nun Parteiversammlung machen? Jetzt ist ja keine Parteiversammlung. Natürlich ist es eine Partei, das können Sie doch nicht entscheiden. Du hattest dann nur eben, Sie hätten Ihren Personalausweis oder nicht. Natürlich. Ich zeige Ihnen meinen Personalausweis. Nee, Sie geben mir den. Nein, ich gebe Ihnen den nicht. Ja doch. Ich kann Ihnen den zeigen. Der muss dann ausweisen. Bitte schön. Ja. Und, also es wäre schon gut, wenn Sie sich auch ausweisen würden. Ja, Sie müssen das muss ich, das stimmt, da haben Sie recht. Mache ich auch, das ist ja kein Problem. Genau. Weil es gibt ja so viele Leute, die offenbar auf der anderen Seite unterwegs sind und irgendwas vorfaken. Zum Beispiel Dr. Osten, haben Sie auch schon gehört. Ja. Zeige ich mal Ihren Ausweis, bitte. Wir möchten gerne von allen, die jetzt hier in den Raum eingetreten sind, ich weiß, ich kenne Larifari mit Ihnen. Sie, ich kriege jetzt den Ausweis oder ich sorge jetzt entsprechend für die Zeitkraft. Ich habe den Ausweis da. Ja. Ich zeige Ihnen den Ausweis, bitteschön. Nee, Sie geben mir den. Nein, Sie können den jetzt. Sie haben seinen Dienst auf der Polizei Berlin. Genau, können Sie auch nachfotografieren. Nein, ich fotografiere den nicht. Dann schreiben Sie es einfach ab. Ich hab Zeit, geben Sie mir den Ausweis. Nein, ich gebe Ihnen den Ausweis. Er weist sich doch gerade aus. Ich weiß nicht, was er nicht machen. Na, Sie können ihm allerdings ein Bußgeld reindrehen, wenn Sie der Auffassung sind, dass er mehr machen muss, als den Ausweis vorzuzeigen. Also, ich lege Ihnen den Ausweis vor. Bekomme ich jetzt den Ausweis? Nein, Sie bekommen ihn nicht in die Hand. Und Sie stören meine Versammlung hier. Ich mache Sie nochmal darauf aufmerksam. Ich gründe hier eine Partei. Sie können doch gerne weitermachen. Dann geben Sie mir einfach den Ausweis. Nein, ich gebe Ihnen den Ausweis. Soll ich Ihnen den Ausweis? Nein, ich will kein Foto haben. Ich möchte bitte diesen Ausweis, damit ich mir Ihre Daten abschreiben kann. Das können Sie. Komm, wir nehmen ein Blatt Papier, gib ein Blatt Papier, damit der Herr das abschreiben kann. Das ist ja Ihr Problem. Haben Sie alle Mein Ausweis, da ist mein Foto drauf. Naja. Ich bin der Besitzer dieses Ausweises. Ich bleibe auch Besitzer. Ich kann das prüfen, wenn ich den an der Hand habe. Und das können Sie aber auch, indem Sie sich das anschauen. Das kann ich nicht. Doch, aber Können Sie prüfen. Können wir mal beide rausgehen? Nein, ich will nicht. Also nehmen Sie doch einfach seine Personalien auf und dann kriegt er ein Bußgeld reingetreten. Wir nehmen gleich alle Ihre Personalien auf. Von gerne. Die meine kriegen Sie. Können Sie doch machen. Wollen wir wetten, dass ich die kriege? Nee. Ich bin gleich wieder da. Die können Sie alle aufnehmen. Sie müssen nur einen guten Grund haben hinterher. Ja, denn es wird ja ein Gericht darüber entscheiden müssen. Okay, jetzt gucken wir mal schon, wie es ist vorgehen jetzt. Was machen wir denn jetzt? Wir warten mal ab. Entweder. Ich glaube, die Anreise von 620 Kilometern hat sich gelohnt. Was ist denn das? Daraus wird sich mit ziemlicher Sicherheit. Endlich mal Bußgeldbescheid. Gegen den ich oder ein richtiger Rechtsstaat. Aber wieso? Ich denke, eine Parteigründung. Natürlich, das wird vermutlich leider Gottes erst gerichtlich festgestellt werden müssen. Ja? Denn Tatsache ist, dass eine Partei nur verboten werden kann,
vom Verfassungsgericht. Und die Parteigründung. Aber was kann er jetzt machen? Also es darf auch keine, es darf die Verwaltung nicht dazwischen grätschen. Es darf die Polizei, ist ja auch Verwaltung, es darf auch die Polizei nicht dazwischen grätschen. Aber darf er unsere Personalien jetzt alle auch? Das kann er machen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber das kann er machen. Kann er machen, ja. Also dass die Lüfte einfach hier reinkommen. Wenn die hier reinkommen, kann ich das dann rausfinden. So habe ich den gefragt. Oh je. Ja. Da könnt ihr den Haushalt. Und wir werden wahrscheinlich alle auf dem Markt. Das kann passieren. Das kann passieren. Gibt es hier einen Hinterausgang? Ich meine das ernst. Und meine Karte, kann man raus? Ja, ich kann sich auch im Klo verstecken. Das hat auch. Es gibt keinen Grund. Nee, das weiß ich nicht. Ich will auch nicht abhauen, ich meine einfach. Doch, ich habe zu sicher. Wir könnten jetzt was machen, könnte es willkürlich machen, aber mehr nicht. Willkürlich, aber auf jeden Fall verfassungswidrig und damit nicht. Das Verfassungsgericht reagiert ja momentan nicht so schnell. Es ist vor allem jemand an der Spitze, der da eigentlich gar nicht gehört. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Der darf das aber nicht alleine entscheiden, oder? Also wenn, dann sind das 4-4, ne? Oder? Also das, was eine Parteiverbot... Wir machen jetzt einfach weiter mit der Parteiverbot. Ja. Was soll denn das? Genau. Darf ich mich hier hinstellen? Genau. Wie kriegt man denn hier zu dir? Musst du bei Sören bestellen. Das ist Sören. Ich glaube, das ist Sören. Nee, ich hatte im Moment, wo das System klippt, sind die anderen hier angefangen. Ja, das ist der Lachen. Er heißt jetzt Team Freiheit. Scotch and Sofa. Team Freiheit. Scotch und Sofa. Masken etc. Behaltet die Nerven. Lasst euch nicht provozieren. Ja, ruhig bleiben. Genau, ruhig bleiben. Cool bleiben. Ausweise nicht aus der Hand geben, oder was? Nein, nein. Also ich wollte es ein bisschen aus. Hat jemand einen Kugelschreiber? Ja, ich habe einen. Könnt ihr schon mal Bier bekommen? Aber ist der desinfiziert? In einigen Hotels wird das schon mal machen. Als Versammlungsleiter muss ich das Ganze ja auch ein bisschen protokollieren. Boah, ich das ganze Ding vor. Tief atmen, tief durchatmen. Mach mal auf, ganz wichtig. Ich stelle das ganze Ding vor. Dann. So, wo bist du? Er ist mit dem Eingang gefallen und dann ist das Ding wieder. Vielleicht kann man auch einfach abschließen, kommst du aus Bayern. Schlagen Sie die Scheibe mal. Sie sind ja leider ein bisschen jetzt unterbrochen worden, also die drei Herren, auf meine Frage, ob sie an der Gründung sich beteiligen möchten und die Partei mitgründen möchten, haben sie leider verneint. Wir können sie gleich nochmal fragen. Da sind noch ein paar mehr dabei. Dann können sie natürlich nochmal fragen, ganz klar. Gehen auch gleich wieder. Ja, die nähere Ausgestaltung des Parteiprogramms wird davon abhängen, in welchem Zustand das Wirtschafts- und Sozialgefüge der Bundesrepublik Deutschland nach Beendigung des Maßnahmeregimes vorgefunden wird. Das ist erstmal der erste Teil der Satzung. Es sind viele Seiten noch, es kommt Ordnungsmaßnahmen. Wir können die alle durch. Beendigung der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeischriften, Organe der Mitgliedschaft. Ja. Genau, das ganze Programm. Ich weiß gar nicht, es sind insgesamt, glaube ich, 17 Seiten. Können wir halt durchgehen. Also, wir können auch uns fragen, was hat denn das für eine politische Bedeutung, wenn die Gründung einer Partei von der Polizei verhindert wird?
Oh, gute Frage. Was hat das für eine politische Bedeutung? Ja, dafür, da können wir gerne drüber diskutieren. Da würde ich die Versammlung jetzt erstmal pausieren lassen. Also, einen Augenblick. Ich glaube, das kann man hier ganz cool aus dem Internet sehen. Ich gucke da nochmal nach. Ausweis 2 oder? Artikel, Ausweis 7 oder nicht? 21. Also ich zeige es. Habt ihr das draußen mal gefilmt, wie ihr da aufzieht? Ich habe also, ich hab's neulich schon mal vorgelesen. Das ist Artikel 21 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland enthält mehrere Grundaussagen zum Recht der politischen Parteien in Deutschland. Bei einer Partei. Ja, ich hab's verstanden. Also, dann ist der Versammlungsleiter gewählt worden von der Versammlung, von den Teilnehmenden, die jetzt hier im Raum sind. Dazu ist aufgerufen worden, die Partei zu gründen von euch. Ja, und damit befinden wir uns in der Parteigründung. Das ist ganz klarer Fall. Und wir können dann irgendwann. Hier, ich will es nochmal weiter vorlesen. Bei einer Partei handelt es sich um eine privatrechtliche Vereinigung von Bürgern mit hinreichender Organisation. Die haben wir. Wir haben sogar einen Versammlungsleiter. Deren Ziel es ist, das politische Geschehen auf Bundes- oder Landesebene langfristig zu beeinflussen. Genau das ist unser Ziel. Genau. Jeder natürlichen Person steht es gemäß Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz frei, eine solche Vereinigung frei von hoheitlichen Beeinträchtigungen zu gründen. Artikel 21 Grundgesetz bestimmt weiterhin, welche strukturellen Anforderungen eine Partei erfüllen muss, welche Rechte und Pflichten sie hat und unter welchen Voraussetzungen sie verboten werden kann. Das ist ganz wichtig. Artikel 21 bildet die Grundlage des Gesetzes über die politischen Parteien, welches das Recht der Parteien näher ausgestaltet und hierbei die Vorgaben des Artikel 21 Grundgesetzes. Dabei geht es aber darum, dass sie verboten werden kann, wenn sie sich gegründet hat. Wir sind ja noch gar nicht gegründet. Daran also der Gründungsvorgang darf aber erst rechtlich gestört werden. Also das sehe ich auch so. Sonst gibt es keine politische Partei. Ja? Also wenn man sie nicht einfach so auflösen darf, dann darf man auch die Gründung nicht. Also eine Gründung einer Partei zu unterbinden, das wäre ja hoch undemokratisch. Also ja. Das wäre. Das ist verfassungswidrig halt. Ja. Ganz einfach. Pass auf, hier steht's. Artikel 21 ist einer der wenigen Artikel des Grundgesetzes, in dem die Frage nach einem Verbot definiert ist. Anlass für diese in der Ursprungsfassung geltende erhaltene Vorgabe ist in der Geschichte der Parteien der Weimarer Republik begründet, indem der Verfassungsgeber abschließend die Voraussetzungen normierte, unter denen eine Partei verboten werden darf, wollte er verhindern, dass Parteien willkürlich verboten werden, wie es nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten geschah. Insbesondere der Schutz von Parteien einer Minderheit erfährt durch das Grundgesetz besonderen Schutz. Also selbst wenn wir in der Minderheit sein sollten mit unseren politischen Positionen, sind wir als solche besonders geschützt. Denn eine Mehrheitsentscheidung des Gesetzgebers reicht nicht aus, um eine Partei zu verbieten. Wenn das nicht ausreicht, dann kann erst recht nicht die Ordnungsmacht dazwischen brechen. Oder aber sie muss die Maske wirklich vom Gesicht nehmen und uns zeigen, dass es das Ende der Demokratie erreicht ist, beziehungsweise dass genau die Abschaffung dieser Demokratie gewollt ist. Sonst geht es nicht. Wir halten uns hier an die Regeln. Diejenigen, die einen Attest haben, die haben keine Masken auf. Die, die keinen Attest haben, haben Masken auf. Wir halten die Abstandsregeln ein. Also es gibt hier keinen vernünftigen Grund, diese Parteigründung in irgendeiner Weise zu behindern. Dasselbe, was für die Auflösung gilt. Desinfektionsmittel, also Hygienemaßnahmen. Selbst das haben wir hier. Ja. Ich hab auch mal Desinfektionsmittel hier. Ja. Die Macht der vielen. Gut, aber das Gute ist, dass es gefilmt wird, dass es gelivestreamt wird und dass der Rest der Welt das auf jeden Fall mitkriegt. Ich fahre einfach mal fort mit Abschnitt A, allgemeiner Teil, Paragraph 1, Gegenstand und Tätigkeitsbereich.
Die Partei ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Bekenntnisses. Mein Name ist Dutsch. Herr Dutsch? Ja. Haben Sie denn Zutrittsrechte? Wir machen hier gerade, wir gründen gerade eine Partei und Sie stellen jetzt gerade die Versammlung hier. Wollen Sie auch Partei mitnehmen? Ja. Eine Gründung einer Partei brauchen wir nicht anzuwenden. Das ist hier eine Versammlung, eine Gründungsversammlung. Nein, das ist eine spontane Gründungsversammlung einer Partei. Vorsicht, brauchen wir nicht anzeigen. Die Gründung einer Partei brauchen wir nicht anzeigen. Also keine Versammlung im. Wir sind ja nicht. Das Problem ist, wenn man wahrscheinlich mehrere Verstöße nach der geltenden Verordnung. Ich verstehe kein Wort, bitte. Bitte, also. Bitte mit ihm und nicht mit ihm. Ja, das macht aber nichts. Ich habe aber. Genau. So. Das heißt, jetzt fallen alle Personen jetzt hier an, die hier mit drin sind. Wie bitte? Ein Konzept und ein Hygienekonzept. Nein, wir haben. Jeder hält sich an die Regeln. Diejenigen, die einen Test haben, haben keine Maske auf. Ich bin der als Versammlungsleiter gewählt worden, ich spreche, deshalb brauche ich auch keine Maske aufzuziehen. Also haben Sie ein Konzept da oder nicht? Wir haben eine spontan, eine Gründungsversammlung. Also wir haben ein Konzept. Ja, was denn jetzt? Ein Konzept oder nicht? Ja, natürlich haben wir ein Konzept. Jeder hält sich an die Abstandsregeln, jeder hält sich an die Maskenregeln. Ich kann Ihnen kein Konzept vorlegen. Also haben Sie keins? Doch, nein, das wir heißt, haben eins. Wer sagt Konzept. Denn, dass es schriftlich ist? Wir brauchen eigentlich kein schriftliches Konzept. Ja. Wenn Sie, haben Sie haben auch keine, Person, keine Liste von Personen, die jetzt hier angehen. Aber Sie können ja von jedem. Wir machen gerade eine Gründung. Wir machen gerade eine Gründung einer Partei, die vom Grundgesetz geschützt ist. Und da wird es natürlich auch bei einer Gründungsversammlung von einer Partei, gibt es natürlich auch Gründungsmitglieder. Und die müssen sogar als Gründungsmitglieder sich eintragen in eine Liste. Da sind wir ja gerade dabei. Und das wird jetzt im Moment jetzt von Ihnen gestört. Okay, jetzt unseren Spaß brauchen wir von allen bitte die Personalie, weil wir überprüfen müssen, ob der entsprechende Verstoß nach der Corona-Verordnung vorliegt oder nicht. Das können Sie doch überprüfen. Was soll denn gerade der Verstoß jetzt liegen? Wenn wir eine Partei gründen, wo soll der Verstoß liegen? In dem Verstoß, dass ausreichend Leute hier sind, die keiner mit einer Maßbedeckung getragen. Ja, aber Sie können auch bei jedem überprüfen, ob er einen Test hat oder nicht. Genau, natürlich. Machen Sie das. Müssen wir auch mal die Personalien feststellen. Wie soll man das sonst überprüfen? Also, ob ich das persönlich bin oder nicht? Ja, ob Sie Herr Gietschen oder nicht? Gut. Ich habe ja den. Haben wir ja kein Problem. Kollegen schon. Habe ich ja meinen Ausweis schon gezeigt. So, ich weiß nicht, warum er sich den nicht notieren wollte. Weil er auf die Entfernung nicht lesen kann. Ja. Das war doch das Angebot, den hinzulegen, dass Sie es abschreiben können. Das machen wir alle. Das ist doch kein Problem. Gemacht, aber nee, ja. Hat er gemacht. Doch, hat er auch gemacht. Sag doch, ja. Legt es einfach hin. Können Sie gut lesen und haben Sie gute Augen? Dann nehmen Sie doch einen Schlüssel. Machen. Wir werden jetzt alle jetzt hier entsprechend. Dann nehmen Sie die Personalien jetzt doch auf. Kontrollieren entsprechend. Nein. Wird ja schon mehrere Zeit jetzt offen. Ja, wir dürfen die Veranstaltung so lange. Sie jetzt sagen wegen dem Hygienekonzept. Die Liste wird ja gerade erst jetzt auch erstellt. Ja, Sie erzählen doch am Anfang von der Versammlung. Ja, wir sind eine Versammlung. Wir machen eine Versammlung. Wird normalerweise angezeigt. Nein, nicht bei einer Parteigründung. Das wäre ja noch schöner. Dann ist doch 21 Grundgesetz völlig ausgegeben. Haben Sie eine Versammlung oder haben Sie eine Partei? Das ist eine Parteigründung. Eine Gründungsversammlung einer Partei. Ja, eine Gründungsversammlung einer Partei. Keine Versammlung. Keine Versammlung.